Hast du denn in deiner Zeit, wo du jetzt im Motorsport aktiv bist, auf der Rennstrecke Personen kennengelernt, die dich in irgendeiner Weise besonders beeindruckt oder vielleicht auch geprägt haben in Sachen Motorsport? Ach, da habe ich so viele kennengelernt, die so positiv gewirkt haben. Das fing ja an im Divinol Cup dann, nach der Zeit im Doncaufort Cup. Leider ist der Fahrerkreis dann im Doncaufort Cup auseinandergegangen. Es gab wirklich tolle Kollegen da, aber verschiedene Gründe, dass die dann gesagt haben, nee, wenn das jetzt so professionell wird, weil alle Fahrzeuge oder wir haben ja das Fahrzeug aufgerüstet, dann wollen wir das nicht mehr. Doncaufort selber hatte hier Doncaufort Deutschland noch ein Werksfahrzeug aufgebaut in Paderborn. Und dieses Fahrzeug hat ja auch den Rundenrekord für straßenzugelassene Autos an sich gerissen mit einer Zeit von 7:11. Also das war für die damalige Zeit, 10 Jahre her oder ein bisschen länger, ist schon eine super Zeit gewesen. Und daneben war ich dann der einzige Kunde, der noch gefahren ist. Beeindruckt hat mich ein weiterer Doncaufort-Fahrer eben, Stefan Rehkopf, der jahrelang dann Carrera Cup gefahren ist und heute Porsche Sports Cup fährt. Und ganz toller Sportsmann, wo ich sage, okay, das ist toll, dass man den kennt. Was mich später noch beeindruckt hat, ist der Maximilian Götz. Der ist zwar auch jetzt bei uns im Verein, das ist aber zufällig. Ich habe den mehrfach auf den Rennstrecken dann gesehen, wenn wir mit der SCT im Rahmenprogramm gefahren sind und er dann eben GT Masters gefahren ist. Ich muss dazu sagen, dass die SCT mehrere Jahre im Rahmenprogramm von GT Masters gefahren ist. Und man konnte sich mit dem immer toll unterhalten und gab dann so Höhepunkte in Assen vor 2 Jahren oder 3 Jahren, wo man mich dann fragte, welche Reifenwahl ich denn treffen würde an seiner Stelle. So, das finde ich natürlich toll. Ne? Das besagt ja, dass der hat ja nicht umsonst gefragt, sondern er wollte meine Meinung wissen. Naja, Also das solche ist. Sachen beeindrucken schon. Also es gibt sehr viele Menschen, die sehr positiv sind. Gerade im Motorsport trifft man eben doch viel mehr Leute als in anderen Sportarten, Das stimmt. mit denen man auf einer Wellenlänge ist. Wenn man jetzt in die Zukunft blickt, so insgesamt Motorsport, aber gerade speziell bei dir, dann sieht das ja, ist es ja ein bisschen verzwickt, könnte man sagen. Weil bis jetzt hast du dich nicht in die SCT eingeschrieben und es gibt aber nicht viele Rennserien, in denen du mit deinem Doncaufort wirklich starten kannst. Kannst du dann einen Ausblick geben, wo man dich und dein Auto sieht? Ja, also ich habe mit dem Rolf Krepczyk gesprochen auf der Essen Motorshow und ich habe ihm schon zugesagt, dass ich bei ihm fahren möchte. Der Grund ist, dass ich der STT und Rolf Krepczyk natürlich über die Jahre hinweg sehr verbunden bin. Also wirst du auch jetzt höchstwahrscheinlich STT fahren dann Ja, wieder. Nächsten. ich hoffe, dass ich genug Kollegen finden, Kolleginnen, Kollegen finden, die sich einschreiben, damit da auch eine tolle Serie wieder zusammenkommt. Ja, wo wir jetzt gerade schon über die Zukunft gesprochen haben, gehen wir mal weg von dir und deinem persönlichen Entwicklung, sage ich jetzt mal, mit 62. Ja, ich habe mich jetzt ein bisschen jünger gemacht, habe gesagt, der letzte Geburtstag, das ist einfach, die Summe ist einfach zu, die Zahl ist einfach zu groß, also reduzierst du das mal ein Aber bisschen. ich habe ja auch gesagt, Ja. man ist so jung, wie man sich fühlt. Ja. Und man muss aber auch sagen, auch als Außenstehender, du bist 1950 tatsächlich geboren Ja. und dafür bist du immer noch sehr, sehr flott unterwegs. Ja, danke. Gerade mit so einem Auto ohne Fahrhilfen, was ja doch sehr, ich würde mal sagen, hemdsärmlich zu fahren ist. Ja, ist sehr anstrengend. Ja, das glaube ich. Ich glaube auch, dass es auf der Nordschleife beim 24-Stunden-Rennen, dass einem dann so ein bisschen die Arme abfallen. Wenn man Da eher weniger. tatsächlich. Ja. Also das ist ja mehr eine Landstraße und mit zum Teil doch sehr langen Geraden, die zwar in bestimmten Bereichen ihre Tücken haben. Also es ist mit so einem Doncaufort nicht so schön, die Fuchsröhre runterzufahren, Glaube ich, Vollgas, ja. weil das unten wird man schon zusammengestaucht in
in der Kompression, dann geht's hoch und dann fragt man sich schon, kriegst du oben Adenauer Force die richtige Linie zusammen oder nicht? Oder wenn sich dann ein Stück weiter, dann, ich sag mal, ein anderer, ja, kein Abtrieb mehr ergibt, sondern eher dann das Auto leicht wird. Das ist im Übrigen das Gleiche wie in Eau Rouge, in Spa. Wenn man da hochfährt, wird das Auto auf einmal in der letzten Linkskurve ganz leicht. Das ist sehr unangenehm. Gut, darf man sich eben nichts bei denken. Okay, also einfach ja. Arschbacken zusammenkneifen und ja, einlenken. Einfach durchfahren und einlenken. Und wie gesagt, auf den Grand Prix-Strecken, wo die Kurven doch viel schneller kommen, ist das Auto dann doch etwas schwerer zu fahren, weil du hast die, der hat ja keine Lenkhilfe. Das heißt, du hast also die Fliehkraft, die musst du immer ausgleichen. Und ich sag mal, dass so beim Donkerford, der kann, glaube ich, bis 1,6 G Seitenkräfte ab, also die kann er. Aber das ist für den Fahrer nicht so ganz angenehm, weil du hast dann diese 700 Kilo, die er wiegt, und dein eigenes Gewicht noch dazu. Die hast du schon, die spürst du schon in den Armen. Also das ist sehr anstrengend. Dazu kommt, dass der Turbolader ja nicht gerade wenig Temperatur entwickelt. Also ich glaube doch, dass es so 800 Grad sind, plus Getriebe, das ständig heiß wird in dem Wagen. Und dann kommst du schon ziemlich geschlaucht aus dem Ding raus. Zumal es dann zum Beispiel auch auf der Bremse gibt es ja auch keine Bremshilfe, sondern du musst dann schon mit einigen 10 Kilo zutreten, damit das Auto auch wirklich bremst. Ja. Also das sind die Herausforderungen eben. Ne? Das stimmt, ja. Also, aber wie gesagt, da dachte ich eher, dass Nordschleife schlimmer gewesen sein würde als Skompi. Aber gut, ich bin das habe ich so nicht in Erinnerung, ist schon zu lange her. Ich glaube auf jeden Fall deine Ausführungen. Was ich vorhin noch fragen wollte, das habe ich vergessen. Würdest du denn sagen, was hat mehr gebracht, das Motortuning oder das Wechsel des Getriebes? Der Wechsel des Getriebes? Also es war beides. Also man muss dazu sagen, also die mehr Leistung ist schon schön. Ne? Dann, man kann ja zum Beispiel hier auf das Foto gucken, was hinter uns ist. Ja, ich weiß nicht, ob man das sieht. Weiß ich jetzt also, nicht. Doch, sieht man, ja. So, vorne ist Klaus Horn. Der heute noch bei PCHC mit seinem Porsche ganz vorne fährt. Und wenn man dann nach hinten guckt, dann sind das die ersten 10. Und ich habe mich, da kann ich mich dran erinnern, ich habe mich verbremst. Ansonsten wäre ich ein Stück weiter noch vorne gewesen. Das sind schon so Highlights, die man hatte. Also das Auto geht schon sehr stark. Das glaube ich. Also da hat es dann auch schon die 320 PS. Ja. Okay. Und das Getriebe war auch schon drin. So, und das Getriebe war drin und wir haben, dieses Getriebe hat sehr lange gehalten, bis die erste Revision kam. Wir haben dann in der Folge doch, auch obwohl es sequenziell zu schalten war, doch häufiger Getriebeschäden gehabt, sodass wir uns vor ein paar Jahren entschlossen haben, noch eine Pedal-Shift-Schaltung zu installieren. Das ist dann der Unterschied, dass es elektronisch gesteuert wird und nicht mehr nur über den Druck der Pumpe sozusagen. So ist es. Also es hat schon Vorteile, nicht nur, dass die Hände am Lenkrad bleiben, sondern diese Pedal-Shift-Schaltung ist sehr, wie nennt man das nochmal, ohne großen Druck zu schalten, also sehr einfach zu schalten. Und offensichtlich tut das dem Getriebe ganz gut, weil es weniger belastet wird, als wenn man das mit der Hand macht. Dazu kommt ja, dass man nicht mit der falschen Drehzahl nach unten schalten kann, weil die Elektronik das nicht will. Also Beispiel, weil man der Drehzahlbegrenzer kommt bei dem Motor bei 7100. Ja, und wenn man dann 8000 drauf hatte hinterher beim Auslesen, dann weiß man, dass man zu früh runtergeschaltet hat. Das tut der Kupplung und den anderen Sachen, die im Antriebsstrang sind, nicht gut. Nee, das stimmt. Da kann auch mal schnell ein Ventil krumm sein. Ja, und das ist schon wesentlich besser. Und wir haben, ich glaube, jetzt seit 2017 die KMP-Schaltung aus Holland. KPM heißen die. Und haben ein einziges Mal bisher das nachjustieren müssen. Ja.
Hört sich super an. Hat sich dann schon gelohnt einzubauen. Ja. Jetzt aber wirklich von deinem älteren Auto, was mit sämtlicher Manneskraft, die man aufbringen kann, zu fahren ist, zu der Zukunft bzw. zur jetzigen Entwicklung. Wie siehst du denn die aktuelle Entwicklung des Automobils insgesamt und der alternativen Antriebe? Subjektiv. Subjektiv gesehen bin ich im Moment nicht für alternative Antriebe, weil aus meiner Sicht einfach, jetzt allgemein gesprochen, zu viel Ressourcen verbraucht werden und die Technik aus meiner Sicht noch nicht ausgereift ist. Das heißt also, wir sprechen jetzt über den Elektromotor. Ich brauche doch viele Dinge, die gar nicht so oft vorkommen, wie Kobalt, Lithium. Und das sind Dinge, wo ich dann sage, das schleppe eine schwere Batterie mit und muss am laufenden Meter, wenn ich doch länger unterwegs bin, immer wieder nachladen. Wir haben also in der Familie, mein Sohn und mein Bruder haben ein Elektroauto, und da muss man sagen, da ist die Reichweite einfach zu gering. Hm. Okay. So, ob sich das noch ändert, ich bin immer der Meinung gewesen, dass man die Entwicklung in diese E-Fuels, die es gibt, im Benzinbereich eben forcieren muss, damit dort weniger Abgas entwickelt wird. Und ich habe Bekannte, die behaupten auch heute noch, dass der Dieselmotor in seiner heutigen Form die Krone des Motorbaus ist. Das finde ich eigentlich auch, was den Energiegehalt zur rausgebrachte Reichweite sozusagen angeht. Ne? Also wir brauchen meines Erachtens eine weitere Entwicklung, weitere Forschung, und es werden sich aus meiner Sicht bestimmt auch Lösungen ergeben, sodass man eben auf weniger Schadstoffausstoß kommt. Ja. Und wie siehst du die andere, also mal abgesehen von den Antrieben, die Entwicklung der Autos, mit dem immer mehr Infotainment und immer mehr, dass es eher zum fahrenden Wohnzimmer wird, als tatsächlich ein Auto zu sein? Ja, das sehe ich negativ. Weil der Fahrer, insbesondere auf langen Strecken, von dem Infotainment abgelenkt wird. Also wir haben einen alten Mercedes SL 500, Baujahr 2004. Der ist mit einem neuen Radio gesegnet worden, weil Benz keine entsprechenden Ersatzteile mehr dafür hatte. Das ist ein Touchscreen. Also ja, da muss ich draufdrücken. Da gucke ich also dann auch hin. Das heißt, in dem Moment, wo ich da hingucke, um da drauf zu drücken, dann gucke ich nicht mal auf die Fahrbahn. Das ist korrekt. Das ist aber, also es wird stark, insgesamt führt das dazu, dass der Fahrer doch oft zu stark abgelenkt wird. Das ist auch eine Sache, die ich bis heute nicht verstanden habe. Ich finde es absolut richtig, dass Handy am Steuer geahndet wird. Ja. Aber es ist für mich kein Unterschied, ob du aufs Handy schaust oder ob du auf dein Touchscreen schaust. Und da, ob du jetzt im Handy eine Nachricht eintippst oder auf dem Touchscreen ein Ziel ins Navi eingibst, ist für mich kein Unterschied. Ja, das ist richtig. Nur, dass du halt dein Handy direkt hier am Mann hast und du musst dich für den Touchscreen musst dich nach vorne lehnen, weil sonst kommst du nicht dran. Aber ja gut, aber ich finde auch, dass das Autos insgesamt weniger spaßig werden. Aber das soll ja auch so sein, weil man dem Bürger sowieso in jedem Bereich immer weniger zutraut, habe ich das Gefühl, also auch bei Autos. Ja. Deswegen passt das eigentlich ganz gut ins Bild. Ja, das wäre mir noch wichtig zu erfahren. Gerade von jemandem, der ein Auto fährt, was wirklich noch als Auto zu bezeichnen ist. Da kommen wir jetzt zum Abschluss noch zu ein paar Lagerfeuerfragen, wie ich es gerne nenne. Lagerfeuerfragen in dem Sinne, dass sich Auto-Nerds sozusagen über sowas unterhalten und sich diese Fragen stellen. Wenn Geld keine Rolle spielen würde und du könntest dir drei Autos aussuchen, du dürftest aber auch nur mit diesen drei Autos fahren, welche wären das? Oh, das ist eine ganz schwierige Frage. Es wird noch schlimmer, glaub mir. Also ich würde, auch wenn Geld keine Rolle spielt, mit dem Wagen weiterfahren, den ich habe. Also diesem SL aus dem Jahr 2004. Ja.
weil der seinerzeit schon in der Technik sehr stark voraus war. Also wir können mit dem Abstandsradar, was der hat, auch teilautonom fahren. Ich brauche nur lenken. Mhm. Bremsen und beschleunigen kann er von alleine. Ja. Also, so, da sind alle Dinge drin, die man beim Autofahren braucht. Das würde reichen. Was würde ich noch machen? Weiß ich eigentlich nicht ganz genau, weil da bin ich eigentlich doch sehr zufrieden mit dem, was wir haben. Das ist eigentlich die beste Antwort, die du haben kannst, weil dann brauchst du ja, hast du ja keine Wünsche offen. Nein, also ich halte auch, wir haben also zwei Fahrzeuge der Mercedes SL-Klasse. Meine Frau hat noch ein etwas älteres Fahrzeug aus dem Jahre 98. Das ist dann ein R129. Genau. Was für ein Motor? Das sind Sechszylinder. 320er dann. SL320. 320. Genau. 224 PS. Das Auto hat jetzt 160.000 Kilometer gelaufen. Es sieht aus wie neu. Ja, das sind die eingefahren gerade. Da braucht man nichts anderes. Und für meine berufliche Tätigkeit, also irgendwo muss ja auch der Motorsport noch ein bisschen finanziert werden, also bin ich auch noch selbstständig als Finanzcoach tätig, fahre ich dann ein BMW Touring so und hoffe, den auch sehr lange fahren zu können, weil für mich besteht Nachhaltigkeit darin, dass man Autos sehr lange fährt, weil die Neuproduktion natürlich sehr viel Schadstoffe ausstößt. Und ich bin der Meinung, dass die Menschen, die hier fahren, oft ihr Auto viel zu früh wechseln. Das stimmt, diese Modernität des Leasings, das spielt ja da rein. Das hat jetzt ein bisschen nachgelassen durch Lieferengpässe und so weiter, aber gerade vor Corona und vor dieser Chipkrise war es ja extrem so. Da hast du ja wirklich die Autos fast hinterhergeschmissen bekommen und alle zwei Jahre das Auto gewechselt auch. Ja, das. Also dazu noch zu sagen, ich habe vorher einen Dreier BMW Coupé gefahren und das muss man dann, weil doch die Hinterachsaufhängung anfing zu rosten, das haben wir dann verkauft. E46, 328 CE. Der Motor war bestens, war das Beste, was ich bis jetzt gefahren bin. Bei 532.000 war dann für uns Schluss und der Nachfolger fährt er immer noch mit. Der hat es reparieren lassen oder? Der ist Mechaniker und konnte das selber machen. Ja, gut. Dann noch ein paar schnelle Fragen. Mhm. Wir sind wieder beim Verbrenner. Sauger oder Turbo? Sauger. Heck oder Frontantrieb? Heck. Leistung oder Gewicht? Leistung. Trifft sich aber nicht so gut mit deinem Donker fort. Der hatte eher Gewichtsvorteil. Also Gewicht im Sinne von Leichtgewicht. Ach so, nee, der ist nicht. Der Leistung schon. Ne? Also Leistung ja, ist, Leistung hat er schon, aber wenn du jetzt ein. Nein, das spielt keine Rolle. Wenn ich jetzt den Mercedes fahre, mit seinen etwas über 300 PS und dagegen den BMW mit seinem 2 Liter Turbo setze, der auch 245 PS hat, dann ist das überhaupt keine Frage, dass der wesentlich schwere Mercedes wesentlich handlicher ist. Beschleunigt ein bisschen besser. Also, in der Beschleunigung ist er besser. Ja, ein 5 Liter Hubraum. Also geht nichts über den Hubraum. Okay. So ein 2 Liter Turbo ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das stimmt, ja. Also Leistung. Bleibst du bei Leistung. Okay, gut. Anpressdruck oder geringer Luftwiderstand? Oh, gute Frage. Da würde ich sagen Anpressdruck. Okay. Na, auf der Rennstrecke ist es auf jeden Fall besser. Ja. Ne? Weil die wenigsten Rennstrecken sind so lange geraden, dass du dann irgendwann an die Grenze kommst. Okay, allerletzte Frage, wo ich gesagt habe, es wird noch schlimmer. Jetzt darfst du noch ein Auto dir aussuchen, keine drei mehr. Ja, dann bleibe ich bei meinem Mercedes SL. Okay, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja. Du wünschst dir kein anderes Auto als die du schon hast. Ja, den 8-Zylinder gibt es nämlich nicht mehr. Der wird nicht mehr gebaut. Den ich da dran habe. Nee, stimmt, der nicht mehr. Nicht mehr. Aber ich glaube, der neue, der ist mit dem Biturbo da. Ja, 4,2 Liter Biturbo. Ich glaube, 4 Liter. 4 Liter? Ich glaube, ist egal. Also so viel trinke ich gar nicht. Johannes, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wieder mal. Ja.
Danke. Und schön, dass ich hier sein durfte. Gerne. Und wir sehen uns bestimmt nächstes Jahr irgendwo, ja, auf irgendeiner Rennstrecke sehen wir uns bestimmt, auf jeden auch wenn Fall wir nicht STT fahren. Ja. Danke. Gerne.